Mahlzeit, der Micha hier. Es gibt mal wieder Neuigkeiten für die PSVR 2 und die schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Astro Hunters VR ist ein PvP-VE Extraction Shooter. Erkundet den Planeten, sammelt Ressourcen, kämpft gegen Feinde und verbessert eure Waffen. Aber ihr seid nicht alleine hier, es gibt noch mehr Jäger auf dem Planeten. Kämpft gegen sie und holt euch ihre Ressourcen oder verbündet euch mit ihnen und zieht gemeinsam los. Wenn ihr sterbt, verliert ihr jedoch alles. Das Spiel ist angekündigt für Quartal 3 2024 auf der Quest und Steam und danach auch für die PSVR 2. Tier 1 Direct Action ist ein taktischer Multiplayer-Shooter von unter anderem 8 Entwicklern, die an Onward gearbeitet haben und jemand von Iron Man VR. Neuron Studios will das Ganze in realistischer Grafik halten. Es gibt 10 verschiedene Game Modes. Das Ganze kommt im Early Access für die Quest im Quartal 3 2024 und im Quartal 1 2025 sogar für die PSVR 2 und Steam. Offizieller Release soll dann Ende 2025 sein. Zu Undead Citadel gibt es einen neuen, sehenswerten Trailer, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Allerdings fehlt immer noch die wichtigste Sache, es gibt kein Release-Datum. Und das seit gefühlt 10 Jahren. Ach man. Mein Gott, nochmal, warum? Warum? Das ist Crepito! Tja, das wären erstmal alle Neuigkeiten, die ich habe. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in VR. Macht's gut.